Und ja, aber auch. Hallo Leute, hier ist wieder Grossi und es ist wieder Zeit für mein erstes Tutorial-Video zum Thema Clickteam Fusion 2.5. Ja, so wie ich angekündigt habe, will ich ja darüber Tutorial-Videos machen, auch über die anderen Programme, die ich da habe. Ich habe sogar jetzt noch ein neues Programm entdeckt, was auch bei Steam ist und auch umsonst. Auch dieses werde ich mal kurz vorstellen, aber jetzt geht es erstmal um das Allgemeine von Clickteam Fusion 2.5, der Nachfolger von Click und Play. Das war damals das allererste, glaube ich, von denen. Und ja, mittlerweile habe ich mir auch die arbeite ich nicht mehr mit der Free-Version, sondern habe mir also die normale Version geholt. Habe jetzt mir schon einige Sachen angeguckt, schon ein bisschen was ausprobiert, schon ein bisschen was selber gemacht. Und werde euch jetzt in dem ersten Video einfach erstmal die Grundlagen zeigen. Also wie man es installiert, glaube ich, und wie man es runterlädt, muss ich, glaube ich, im Video nicht unbedingt zeigen. Geht einfach auf die Seite von Clickteam Fusion. Googelt es einfach und da könnt ihr euch die Free-Version runterladen, wenn ihr die erstmal ausprobieren wollt. Und was ich jetzt mit dieser Version immer noch nicht kann, ich kann immer noch keine Android-Apps erstellen. Also ich könnte jetzt mit dieser Version, könnte ich jetzt eine Windows-Applikation oder ein Windows, eine Exe erstellen und ein Installationsprogramm erstellen. Das ist alles, was mit dieser Version geht. Das andere muss man nochmal extra dazu kaufen dann oder man holt schon die ganz große Version. Gut, wir fangen mal an und dann gehen wir doch am besten mal hier die einzelnen Fenster durch. Ich öffne erstmal ein neues Projekt. So, hier haben wir jetzt ein neues Projekt. Und befinden uns jetzt sozusagen, hier ist so unser Verzeichnisbaum. So, und jetzt haben wir hier unsere Application 1, Applikation Nummer 1 heißt das Ding. Und hier unten ist dann das Eigenschaftenfenster. Hier sieht man also zum Beispiel 16 Millionen Color. Was ist es für ein Typ? Es ist eine Windows EXE Applikation. Windows Screen Saver kann ich auch noch draus machen. Oder eine Sub-Application kann ich draus machen. Hier sieht man die Größe des Fensters, 640x480. Das kann man dann natürlich jetzt hier noch ändern und kann dann sagen, okay, hier auswählen. Ich nehme mal, machen wir mal 800x600. So. Would you like to modify the size of the frames? Have the same size as the application window? Ja, will ich natürlich haben. So, also hier 800x600. Das ist jetzt, sind jetzt die Eigenschaften von Applikation, nicht von unserem ersten Frame. So, hier gibt es noch die Runtime Options, alle möglichen Kleinigkeiten. Dazu kann ich noch nicht so viel sagen, ich bringe jetzt erstmal die allgemeinen Sachen bei. So, hier oben sehen wir dann, hier ist unser erster Frame, der man sieht, er ist jetzt auch schon 800x600. In diesen Frame gehen wir jetzt rein und hier sehen wir jetzt sozusagen das, was ausgegeben wird. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, hier oben Run Application bedeutet, er startet die Applikation mit dem Frame Nummer 1 in dem Fall. Wenn ich jetzt hier 20 Frames habe und dann gibt es noch den Button hier. Da gibt es noch den Button, der heißt jetzt Run Frame. Ich musste gerade mal gucken, weil ich glaube, mein Fraps spinnt schon wieder rum. So, also hier ist Run Frame und Run Frame bedeutet, er läuft nur diesen einen Frame ablaufen, nicht die komplette Applikation. Das macht sich zum Beispiel in dem Unterschied bemerkbar, wenn ich jetzt sage Run Application. Ich habe jetzt hier ein Fenster und sage, okay, wenn das passiert ist, springe in den nächsten Frame, dann macht er das. Wenn ich das Ganze im Frame ausführe und sage ihm, springe in den nächsten Frame, macht er das nicht, weil ich ihm ja gesagt habe, er soll nur diesen einen Frame ausführen. Okay, also hier oben haben wir noch Stopp und Bild. Was haben wir hier denn noch alles besagen? Ja, also hier oben haben wir noch hier den File logischerweise, da kann man New machen, hier zum Beispiel Projekte öffnen und so weiter. Hier Edit kann man, Cut, Copy kennt man ja, solche, diese Sachen. View, Zoom Stufe, Sender, Show Grid kann man zum Beispiel machen oder Snap to Grid, damit rasten die Dinge dann auch ein. Oder Grid Setup, damit kann man das Ganze jetzt sich selber einstellen, wie man es gerne haben möchte. Snap to Grid machen wir wieder aus und Show Grid machen wir auch aus. So,
Dann gehen wir weiter, dann haben wir Insert, New Object, Arrange hier, Order, da kann man dann die Reihenfolge festlegen und so weiter. Text, Style und das ist ja alles egal. Run, Application Frame, hatten wir schon, Tools, Window und hier haben wir was ganz Interessantes, nämlich Help. Und das wollte ich euch zeigen. Zum einen, wenn ihr jetzt Help auf jetzt sehr schlecht und dann wird das nicht angezeigt, weil ich das auf meinem zweiten Monitor habe. Also wenn ihr auf Tutorials geht, dann könnt ihr euch durch verschiedene Tutorials klicken und hier Examples, das sind alles mitgelieferte Examples. So, was brauchen wir, um so ein Spiel zu machen? Also wir brauchen im Prinzip recht wenig. Wir brauchen, wenn ich jetzt sage, okay, wir machen mal Insert Object und wenn ihr jetzt die freie Version habt, dann wird das bei euch alles ein bisschen leerer aussehen wie bei mir. Und falls ihr euch auch die Version gekauft habt und wundert euch, warum das bei euch leerer ist wie bei mir, dann ein kleiner Tipp von mir. Dann geht ihr hier auf Manager. So, und jetzt kommen hier die ganzen Sachen, die not installed sind bei mir. Und das sind die hier, die kann ich alle auch nicht installieren, weil ich dazu die Android-Berechtigung oder die Flash-Berechtigung, ja genau, oder die iOS-Berechtigung haben müsste. Und hier sind die ganzen installierten Sachen. So, und da habe ich also, wie ihr seht, schon jede Menge. Das musste ich alles nachträglich installieren. Das war alles nicht installiert. Würde ich euch empfehlen, macht das, damit ihr auch wirklich das volle aussetzen könnt hier. 3D Mesh, 3D Active, das war alles nicht dabei. Input 64 war nicht dabei und so weiter. Da war so vieles nicht dabei. Und wir gehen jetzt einfach mal hier sagen, nehmen eine Active Figur. So, setzen die hier rein und standardmäßig hat die immer dieses Symbol. Und mit einem Doppelklick kommt hier der Grafikeditor. Hier kann ich jetzt gerade eine neue Grafik machen. Kann jetzt Grafiken importieren, die Grafiken auch exportieren. Kann auch auf die Options gehen. Mit den Options stelle ich die Farben des Hintergrundes ein. Das ist mal ganz sinnig, wie ihr seht hier. Alles, was hier dieses grau karierte ist, ist in diesem Fall unsichtbar sozusagen, ist durchsichtig. Ja, und das kann ich jetzt hier einstellen, wenn ich jetzt hier dann die Hintergrundfarben ändere, ist zum Beispiel ganz gut, wenn ich jetzt graue Sachen male, das sieht mir dann jetzt natürlich nicht, da kann ich in diesem Fall einfach mal hier die Hintergrundfarbe ändern. Ja, hier kann man halt mit zeichnen und so weiter und so weiter. Wir sagen jetzt einfach mal New und wir machen jetzt einfach mal eine Ellipse und machen die mal gefüllt und machen die einfach mal rot. Wo ist rot? Hier ist rot. So, fertig. So. Und jetzt sagen wir mal, der soll das Ganze zuschneiden. Das machen wir hier. Somit schneidet er es zu. Wunderbar. Und obwohl wir machen das mal anders. Wir nehmen keine Ellipse, wir nehmen mal ein Viereck. Damit lässt sich das besser demonstrieren, was ich will. So, nehmen wir mal blau. Und sagen wir, wir sollen das Ganze auch füllen. So, dann malen wir das Ganze jetzt hier mal blau aus. Und das hier unten machen wir dunkelblau. So. Das wäre jetzt das. Jetzt kann man hier Animationen erstellen, indem ich jetzt sage, okay, entweder kann ich jetzt hier sagen, wo ist es? Clone Frame. Damit legt er mir einen nächsten an und kann dann somit eine Animation machen und sage ihm dann hier über Direct Options, okay, Speed 50, Repeat und dann Loop. Dann spielt er das Ganze immer im Loop ab. So, wenn ich jetzt mal hier sage Loop und gehe jetzt mal hier auf den Frame und mache dann hier jetzt einfach mal zwei Punkte rein. Jetzt sage ich mal Play mal ab, die Animation. Es fällt jetzt natürlich da gar nicht auf. Ne? Vielleicht sollte ich dann mal einfach die Punkte etwas größer machen. Nehmen wir mal hier den gefüllten Kreis. So. Ja. Machen wir mal so. So, wir haben Loop. Fällt natürlich wahrscheinlich nicht auf, weil das Ding so klein ist. Ne?
Ja, man sieht schon ein bisschen. Warte mal, wir machen das mal anders. Ich nehme da mal schwarz dafür. Schwarz müssten wir besser sehen wahrscheinlich. So, mal das Ganze mal schwarz. Mal jetzt nochmal Play. Ja, also da sieht man schon, Animation. So, das war das eine. Kommen wir zum nächsten Teil. Das sind die Animationen. Ich habe jetzt natürlich hier das Bild erstellt. Das ist nur für die eine Animation. Da er natürlich keine anderen Bilder hat, nimmt er nur diesen hier. So, jetzt gibt es hier noch Animation, Walking, Running, Appearing, Disappearing, Bouncing und so weiter. Da gibt es alles verschiedene, da kann man alles selber für erstellen. Oder aber ich kann sagen, okay, ich mache mit der rechten Maustaste ein New und kann mir so eigene Animationen noch erstellen. Das zum einen. Und das nächste, was ich euch zeigen wollte, ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte das ja gerne hier auch in verschiedene Richtungen. Das heißt, so, wenn er nach rechts geht, hätte ich das gern so. Wenn er nach links geht, anders und so weiter. Das kann ich machen, indem ich zuerst, also, bevor wir da hinkommen, sollte ich auf View Hotspot gehen. Der Hotspot liegt in der Mitte, das ist gut, das ist richtig. Und View Action Point, der liegt auch in der Mitte, das ist auch gut, das ist auch richtig. So, gehen wir mal auf Frame 1, schneiden den nochmal zu. Frame 2, den schneiden wir auch noch immer zu. Und dann sage ich jetzt hier mit der rechten Maustaste Create Rotations Directions. So. Dann gucken wir mal. Und dann hat er das Ding jetzt hier in alle Richtungen gedreht. Schauen wir nochmal, was passiert, wenn ich mache Create Opposite Directions. The opposite direction is not empty. Okay, opposite heißt natürlich nur die gegenüberliegende. So, damit können wir das Ganze noch flip und so weiter machen. Gut, jetzt haben wir also unser erstes eigenes Objekt erstellt. Dann sagen wir okay. Und das Objekt haben wir jetzt hier. Wir können das jetzt hier auch noch größer ziehen. So, dann sieht man es ein bisschen besser. Wir könnten das Objekt auch noch drehen. Auch schön. Aber das wollen wir nicht. Wollen wir es ja gerade haben. Also machen wir es auch wieder gerade. So. Ist jetzt gerade. Ja, kommt hin. Jo, jetzt haben wir unser erstes eigenes Objekt. Was passiert jetzt? Gar nichts. Es wird nur die Animation abgespielt. Sieht irgendwie aus wie so ein Radiergummi mit Löchern. Gut. Jetzt können wir dem Ding natürlich sagen, okay, du sollst dich auch bewegen. Und das machen wir. Also wir gehen mal hier unten die einzelnen durch, so ein bisschen, was ich schon alles weiß. Visible at Start, wenn ich den Haken jetzt wegmache, sieht man den nicht am Anfang. Aber das sind ja alles Feinheiten. Erstmal nur das Allgemeine. Zu den Feinheiten komme ich später. So, hier ist die Position, Höhe, Größe, Engel, das können wir hier alles ändern. Und hier ist jetzt das Wichtige, hier sagen wir jetzt Movement. Static heißt, der macht nichts. Und hier kann ich jetzt sagen, entweder Bouncing Ball. Bouncing Ball heißt, das springt. Ich kann euch das immer zeigen. So, Try Movement. So, ihr seht, das Ding springt jetzt hin und her. Momentan hat es nur immer diese eine Seite. Gut. Was war das? Dann gibt es noch die Bewegung. Fahrtgesteuert. Da, wenn ich das jetzt sage, dann kann ich dem sagen, okay, du wanderst jetzt von da nach da nach da nach da nach da. Mouse Control, 8 Direction. 8 Direction steuert man das Ganze selber. Also nehmen wir das jetzt mal hier. Try Movement. Nach oben, nach unten, nach rechts und nach links. Also ihr seht, wenn jetzt die Augen oben wären, dann haben wir natürlich das Ganze jetzt falsch rum gezeichnet, aber ist ja wurscht. Ihr seht, der ändert auch sein immer je nachdem, welche Richtung er geht, ändert er auch das Bild. So, das war das. Und es gibt natürlich auch noch hier mausgesteuert, mouse-controlled. Also, sagen wir mal, One Frame. Und ihr seht, wenn ich jetzt die Maus bewege. Achso, beim Mouse-Controlled ist noch wichtig, wenn ihr jetzt raus wollt, dann geht das über Alt und F4, macht ihr jetzt dieses Fenster wieder zu. Und beim Mouse-Controlled ist also noch wichtig, wenn ihr jetzt hier auf Edit geht, müsst ihr noch den Rahmen festlegen. So. Dann müsst ihr noch festlegen, in welchem Rahmen dürft ihr euch mit diesem Ding hier bewegen. Ihr habt gesehen, eben war es kleiner, jetzt habe ich mehr Platz. Jetzt kann ich hier also wirklich bis außen rum. Der Rahmen geht ja fast bis zur Fenstergröße.
Gut, dann machen wir das wieder zu und sagen hier okay. So, Active. Oh, halt, stopp, jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Ja, das war also zum Movement. Movement hier können wir auswählen, welcher Player das Ganze steuern soll. Hier die ganzen Options, das sind alles noch Feinheiten. Ich würde sagen, dazu kommen wir mal später. Jetzt haben wir also hier einen, der sagt, okay, ja, der bewegt sich jetzt. Wir machen mal jetzt hier die Bewegung 8 Directions, nehmen wir mal. Okay, hier können wir noch die Geschwindigkeit einstellen, Verzögerung und so weiter, das können wir alles hier einstellen. Jetzt sage ich, ich hätte gern noch ein Objekt, noch ein aktives Objekt und das Ganze clearen wir mal. Die Punkte sind in der Mitte, das ist wichtig. Und machen das jetzt einfach mal schwarz, so grau, schwarz. Sagen wir mal okay. So, und wir sagen jetzt, dieser hier soll das Movement bekommen, Bouncing Ball. So, tryen wir mal. Und ihr seht, der prallt jetzt also hier überall schön ab. Wie bei so einem Pong-Spiel oder wie auch immer. Das funktioniert soweit ganz gut, aber was jetzt nicht funktioniert, ist, wenn wir jetzt sagen, One Frame, dann werdet ihr sehen, fupp, das Ding ist weg. Warum ist das Ding weg? Okay, das erkläre ich euch jetzt. Ihr seht, wenn ich sowas hier starte, dann seht ihr zum einen hier oben, ist so dieses, ich weiß nicht, wie man es nennt, Kontrollfenster, sagen wir mal. Und hier kann man sich also die Sachen anzeigen lassen. Ein Objekt haben wir momentan hier, das andere Objekt ist weg, das andere Objekt wurde zerstört, weil es zu weit weg ist. Das Spiel läuft jetzt seit so und so Frames per Second 59. Wenn man jetzt später ein komplexes Spiel macht, wo ein Objekt nach dem anderen erstellt wird und das Ding hat immer mehr Objekte, dann wird es irgendwann langsam. Deswegen, kleiner Tipp schon mal vorab, immer dafür sorgen, wenn ein Objekt nicht mehr benötigt wird, dafür sorgen, dass es auch weg ist, dass es nicht mehr im Spiel ist. Aber warum ist das Ding jetzt verschwunden? Wir haben doch gesagt, Bouncing Ball. Das liegt einfach daran, es hat nichts, wo es dagegen prallt. Deswegen prallt hier nicht zurück. Im Try-Movement macht es das hier aber nicht. Wie können wir das ändern? Und da kommen wir zu unserem nächsten Schritt. Wir haben ja jetzt schon den Storyboard-Editor kennengelernt. So ein bisschen. Dann haben wir jetzt den Frame-Editor kennengelernt. Hier unseren Bildschirm, den wir haben. Und jetzt gehen wir mal zum Event-Editor. Und da haben wir einmal den und wir haben einmal den Event-Listener. So, wir nehmen jetzt hier den Event-Editor und sagen jetzt, okay, wenn unser Hintergrund, unser Ballobjekt, so, dann testen wir die Position und sagen wir testen Position of Active 2, wenn der entweder hier, hier, hier oder hier aus dem Bildschirm raus will, das ist unsere Bedingung, dann soll er, dann gehen wir jetzt hier hin auf unser Objekt, so, machen hier die rechte Maustaste, Movement Bounce. So, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal und ihr werdet sehen, jetzt prallt er an den Wänden ab. Gut, jetzt flippt er ein bisschen hier einfach nur von links nach rechts. Die Richtung wird er aber bald ändern. Ihr seht, gut. Es gibt noch andere Möglichkeiten, dass man sagt, okay, also das war jetzt schon mal das. Es passiert jetzt natürlich noch nichts. Kann man jetzt natürlich dann später noch programmieren, was passieren soll, wenn diese beiden zusammenstoßen. Man kann dem auch noch sagen, hier, du sollst ab und zu die Position wechseln. Dazu kommen wir aber in einem späteren Tutorial. Jetzt geht es erstmal essen und ich muss erstmal gucken, ob überhaupt mein Fraps das alles so aufgenommen hat, wie es aufnehmen sollte. Und dann würde ich sagen, das war's schon mal fürs erste Tutorial. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren, weil ich habe gesehen, zu Click Team Fusion gibt es nicht so viele Tutorials, die sind schwer zu finden. Ich habe bis jetzt ganze viele Leute, glaube ich, in meiner Playlist gesammelt, die solche Videos dazu machen. Und teilweise auch nicht beschrieben, größtenteils auch noch auf Englisch. Deswegen habe ich gesagt, mache ich das auch mal auf Deutsch. Und wenn es noch Sachen gibt, die euch interessieren, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und wenn ich weiß, wie das Ganze gelöst wird, dann werde ich dazu natürlich auch dann ein Video machen.
Und wenn ich keine Ahnung habe, muss ich halt leider dann ehrlich sagen, keine Ahnung. Gut, also das war's jetzt. Danke, dass ihr das Video dabei wart. Lasst mir einen Kommentar da und einen Daumen, würde mich sehr freuen. Auch über ein Abo freue ich mich und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Also bis dann und Aloha.